Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder 20 Garnisonskisten öffnen. Und dazu bin ich hier einmal auf meinem Schurken. Und ja, da brauchen wir noch ein bisschen was aus diesen Kisten raus. Hier haben wir sie einmal, die schimpfen sich große Kiste mit Bergungsgut. Und ja, der ein oder andere, der schon ein bisschen bei den Kisten-Openings dabei ist, weiß, die gibt es einmal aus der Garnison mit, über die Missionen, die wir hier abschließen können. Und wenn wir dann hier dieses Bergungsgut-Gebäude haben oder diesen Wiederverwerter, wie er heißt, dann gibt es da ein bisschen Kisten, wo man ein wenig Themag rauskriegen kann. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal ein paar auf und hoffen, dass wir so nebenbei das ein oder andere rausziehen. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich hier den Sound an habe. Doch, habe ich, okay. Sound haben wir an. Was brauche ich hier aktuell noch? Wir brauchen einmal zwei Waffen. Und zwar ist das einmal ein Schwert und einmal ein Dolch. So wie es aussieht. Da haben wir den Dolch. Okay, jetzt muss ich umschalten auf Gesetzlosigkeit. Perfekt, der Dolch ist raus, es ist nur noch das Schwert, das gibt es nur bei Gesetzlosigkeit und die Armschienen. Mal gucken, ob wir da Glück haben. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sicher, ob der Loot-Spec entscheidet, den man beim Kisten öffnen quasi hat, oder ob der Loot-Spec entscheidet, den man hat, wenn man die Kisten gedroppt bekommt. Ne? Oft ist es ja bei Kisten dann, wenn man sie gedroppt bekommt, dass da der Loot-Spec abhängig von ist. Hier gibt es halt über Missionen. I don't know, ob es dasselbe ist, ne? Deswegen lasse ich jetzt einfach bei dem Gesetzlosigkeit. Ich habe vorhin Kampf gesagt, ne? Das heißt ja schon lange Gesetzlosigkeit. Ich bin immer noch in Hanging Classic fest, ich sag's euch. Sieht leider schlecht aus, ne? Da haben wir nochmal Hosen. Die hatte ich beim letzten Mal schon bekommen. Die habe ich noch im Inventar liegen. Schaukt leider schlecht aus. Ja gut, aber zumindest wieder ein Item gekriegt. Das ist doch schon mal was. Und ja, wenn ich wieder 20 Kisten am Start habe, gibt es wieder ein Video. Ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Chilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.